solche romantischen Bilder sehen Royalfans besonders gern. Prinz Harry, 33, und Herzogin Meghan, 36, glücklich verliebt und küssend beim Sentebale Polo Cup am vergangenen Donnerstag, 26. Juli, im britischen Berkshire. Ein Freund von Harry stand in diesem Moment direkt daneben und ließ später seine Instagram-Follower wissen, wie er sich beim Anblick des küssenden Paares fühlte. Nacho Figueras, ebenfalls Polospieler und schon lange mit Harry befreundet, wurde neben den ineinander versunkenen Royals mit einer Trophäe in der Hand fotografiert. Dabei wirkte er etwas fehl am Platze, denn Harry und Meghan hatten nur Augen für sich. Figueras nimmt's sportlich und schreibt scherzend zu dem Foto der drei: "Wenn du dir wünschst, dass die Trophäe sich in eine Violine verwandelt. Was für eine unbeschreibliche Liebesgeschichte." In einem weiteren Post macht Figueras der Frau seines Kumpels sogar eine kleine Liebeserklärung: "Dieses Mädchen rockt wirklich. Je mehr ich dich kennenlerne, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass ihr beide euch gefunden habt, um die Welt zu verändern. Lasst uns bis an die Grenzen gehen. Lasst uns die Welt zu einem besseren Ort machen." Auf der Polo-Veranstaltung sammelte Harry Geld und Aufmerksamkeit für seine Wohltätigkeitsorganisation Sentebale. Die arbeitet mit Kindern und Jugendlichen in Lesotho und Botswana zusammen, die mit HIV positiv zu kämpfen haben, bei denen AIDS schon ausgebrochen ist oder die ihre Eltern verloren haben.